Ja, ich begrüße alle zum letzten Vortrag des heutigen Tages auf Bühne 3. Und zwar wird PostGIS ziemlich sicher wieder vorkommen. Wir werden sehen, es geht um eine GDI im Container. Vortragend ist David Arndt. Er arbeitet beim Regionalverband Ruhr in Essen. Ich wünsche viel Vergnügen. Herzlich willkommen zum Vortrag Geodateninfrastruktur im Container. Mein Name ist David Arndt. Ich bin seit 2014 beim Regionalverband Ruhr tätig. Seit Mitte 2017 bin ich Teamleiter des Teams Geodatentechnik im Referat Geoinformation und Raumbeobachtung. Dort sind wir zuständig für die Planung, den Aufbau und den Betrieb der zentralen Geodateninfrastruktur für den Regionalverband Ruhr. Zu den weiteren Aufgaben gehören die Netzwerktätigkeit mit den Verbandskommunen im Rahmen des Geonetzwerks Metropole Ruhr. Der Regionalverband Ruhr umfasst die dichteste Städtelandschaft Deutschlands mit rund 5,1 Millionen Einwohnern. Er besteht aus 11 kreisfreien Städten und 4 Kreisen mit insgesamt 53 Kommunen. Als regionale Klammer sind wir seit 1920 in der Region tätig. Ich möchte Ihnen heute folgende Inhalte näherbringen. Als erstes werde ich Ihnen erzählen, wie die Geodatendienste bisher bereitgestellt wurden. Im zweiten Schritt erzähle ich Ihnen etwas über die Containertechnologie. Im dritten Schritt werde ich Ihnen die Umsetzung der Containertechnologie in der GDI des Verbandes erläutern. Die Bereitstellung der Geodienste war bisher klassisch. Für jeden Dienst ein Hardware-Server. Im Frontend-Bereich setzten wir dabei auf 2 Reverse-Proxy, die im Load Balancing und Failover miteinander arbeiteten. Im Backend liefen ein Map-Server und ein Application-Server, beide repliziert auf 2 Hardware-Server. Und dann lief im Backend noch ein Datenbank-Server, der die Daten bereitgestellt hat. Der Map-Server war mit dem UMM-Map-Server und den QGIS-Servern ausgestattet. Im Application-Server liefen zum Beispiel so Anwendungen wie unser Wiki, unser Projektmanagement, unser WebGIS und unsere Datenkataloge für die Bereitstellung der Metadaten. Das Problem dabei war, dass bei neuer Softwarekonfiguration immer die Abhängigkeiten zu den anderen Softwarekomponenten berücksichtigt werden mussten. Und das war unter Umständen sehr komplex, dass hier Inkompatibilitäten zwischen unterschiedlichen Bibliotheken kommen kann. Ich möchte Ihnen jetzt was über Microservices erklären. Was sind überhaupt Microservices? Im Grunde sind das eine Kapselung von Anwendungen in einem Image. Dabei sollten die Anwendungen so klein wie möglich gehalten werden, um sie möglichst einfach zu halten. Diese Images können in einer kompatiblen Laufzeitumgebung ausgeführt werden, unabhängig von der zugrunde liegenden Hardware. Eine Laufzeitumgebung, die sehr populär ist, ist zum Beispiel Docker. Aber es gibt auch noch weitere andere Laufzeitumgebungen für Microservices. Der Vorteil ist, dass solche kleinen Services relativ einfach ersetzt werden können und durch neue Softwarekomponenten somit ersetzt werden. Sie sind isoliert gegenüber anderen Services und beeinflussen diese Services nicht. Das heißt, Bibliotheksinkompatibilitäten kann es zwischen verschiedenen Services hier nicht geben, weil jeder Service einen kompletten Stack mit sich bringt. Die Schnittstellen sind das A und O eines Services. Über diese Schnittstellen, die standardisiert sind, werden die Informationen ausgetauscht und diese müssen auch stabil bleiben, damit die Infrastruktur läuft. Im besten Fall sind Microservices dezentralisiert und horizontal skalierbar. Dies ermöglicht dann eine möglichst einfache Hochskalierung in einer Infrastruktur unter Last. Zur Umsetzung der GDI des Verbandes.
Wir haben in den letzten Jahren steigende Anforderungen hinsichtlich Verfügbarkeit, Geschwindigkeit und Datenmenge bekommen. In 2020, pandemiebedingt, hat sich die Zugriffe auf unsere Dienste verdoppelt, von 2 Millionen Zugriffen täglich auf 4 Millionen Zugriffe täglich. Im ersten Quartal 2021 sind diese Zugriffe nochmal auf 5 Millionen Zugriffe täglich auf unsere Dienste gestiegen. Dabei sind unser Stadtplan und unsere Orthophil-Dienste die Favoriten, die am meisten abgerufen werden und 95% des Volumens ausmachen. Begonnen mit der Migration hin zum Microservice haben wir 2019. Wir haben das dort für unseren Metadatenkatalog getestet. Hier war die Anforderung von unseren Verbandskommunen im Rahmen des Geonetzwerks Metropole Ruhr, ein mandantenfähiges System zu schaffen. Über die Microservices können wir diese Kataloge klonen und jeder Kommune einen eigenen Katalog bereitstellen, der vollumfänglich von den Kommunen gewartet werden kann. Der technische Betrieb läuft bei uns und wir können im Backend sicherstellen, dass der Service sicher und stabil und mit den aktuellen Sicherheitsupdates läuft. Dadurch haben wir langsam das nötige Know-how erlernt, um Microservices bereitzustellen. Anfang 2020 haben wir uns durch den Erfolg, den wir in dem Bereich hatten, mit der Migration aller Services zu Docker hin beschäftigt. Dies hat so ausgesehen, dass wir alle unsere Services angeschaut haben und versucht haben, diese optimal in eine Microservice-Infrastruktur zu integrieren. Bis Ende 2020 hatten wir dann den Großteil unserer Services auf Microservices umgestellt. Mittlerweile läuft unsere komplette GDI in Microservices. Als Cluster Manager setzen wir Docker Swarm ein. Der Cluster Manager ist nötig, wenn wir eine Docker-Laufzeitumgebung in einer Multi-Host-Installation haben wollen. Das heißt, wir haben beliebig viele Hardware-Server, die eine Laufzeitumgebung bereitstellen. In dem Fall kümmert sich der Docker Swarm darum, dass die Ressourcen gleichmäßig auf die Hosts verteilt werden und alle Services von außen erreichbar sind. Docker Swarms zeichnet sich durch eine gute Integration in Docker an, weil es von der gleichen Firma entwickelt wurde, und eine einfache Administration im Gegensatz zu Kubernetes, was eine sehr hohe Einstiegshürde hat. Wie sieht das bei Docker Swarm aus? Welche Begriffe muss ich kennen? Dort gibt es Stack, Service, Container und Image. Aber was ist das genau? Ein Image ist ein lauffähiger Service, den wir bereitgestellt haben. Zum Beispiel in unserem Fall ein Geo-Server. Diese Services lassen wir in Stacks laufen. Ein Stack beinhaltet 1 bis N Services. Diese Services sind wieder unterteilt. In einem Service können beliebige Container laufen, um die Anwendung zu skalieren. Am Beispiel unseres Geo-Servers wäre das zum Beispiel: Wir haben einen Geo-Server. Wir lassen ihn als Service 1 in einer laufenden Instanz Geo-Server laufen und skalieren ihn auf 3 Container hoch. Somit haben wir eine Replizierung von 3 laufenden Geo-Server-Instanzen. Im Backend läuft dann eine Datenbank, die sozusagen die Dienste, die Daten bereitstellt. Wie man sieht, ist der Stack somit eine geschlossene Umgebung. Wenn alle Services laufen, läuft der komplette Stack und der Geo-Server kann Daten ausliefern. Zur Administration unserer Docker-Umgebung nutzen wir unter anderem das Web-Admin-GUI Portainer. Portainer zeichnet sich dadurch aus, dass ich ein weit ausgefeiltes Rechtemanagement habe und Zugriffe auf Stacks einzelnen Mitarbeitern oder Teams geben kann. Somit kann jedes Team auf seine Stacks zugreifen und diese administrieren, ohne in Konflikte mit anderen Services und Stacks zu kommen. Ich habe jederzeit einen Überblick über alle laufenden Container, Stacks und Services. Schauen wir uns das am Web Server Stack an. Die Stacks werden
in einer YAML-Notation definiert. Jeder Service in einem Stack hat einen Namen, der eindeutig innerhalb des Stacks sein muss. Jeder Service beruht auf einem Image, das gestartet wird, wenn der Service gestartet wird. Zudem geben wir an, wo und wie der Service laufen soll. Dieser Service soll zum Beispiel auf allen Nodes laufen, die von Type Map Server sind und skaliert somit hoch. Wenn ich einen neuen Hardware-Knoten hinzuschalte und diesem den Node-Label Type Map Server gebe, wird der Map Server auf diesem Service auch ausgeführt und wird sozusagen hochskaliert. Des Weiteren muss ein Netzwerk verbunden sein, damit dieser Service mit der Außenwelt kommunizieren kann. Als weiteres brauche ich noch ein bis n Volumes, wo die persistenten Daten sind. Ein Docker-Container enthält nämlich keine persistenten Daten. Wenn ich diesen Service oder Container beende, dann sind alle Daten, die innerhalb dieses Containers generiert wurden und nicht auf einem persistenten Volume gespeichert werden, verloren. Deshalb binden wir eigentlich in allen Services Volumes ein, in denen die persistenten Daten liegen. Im Fall des Map-Servers sind das zum Beispiel unsere Rasterdaten bzw. unsere Map-Files. Als weiteres definieren wir ein Log-Backend. Hier loggt der komplette Service all seinen Output. Das heißt, die Zugriffe werden an einer zentralen Stelle geloggt und können dort von dort untersucht werden. Dazu aber später noch mehr. Im Portainer kann ich jeden Service dann überwachen. In diesem Fall habe ich hier den Map-Server-Service neu gestartet. Auf dem Map-Server 1 wird der Start vorbereitet. Im nächsten Schritt wird der Map-Server auf dem Map-Server 1 gestartet. Und im dritten Schritt habe ich wieder auf beiden unseren Map-Servern einen laufenden Map-Server-Container. Diesen kann ich nun weiter untersuchen, indem ich dieses Icon anklicke. Ich bekomme dann Informationen zur Speicherauslastung, zur CPU-Auslastung, zur Netzwerknutzung und auch zu allen laufenden Prozessen innerhalb dieses Containers. Zum Logging nutzen wir Kibana mit Elasticsearch. Dieser bietet uns einen zentralen Log-Server an. Alle unsere Requests landen sozusagen im Backend von Kibana und können dort durchsucht werden. Das hat folgenden Vorteil. Ich werde Ihnen das mal erläutern anhand eines Map-Servers-Request. Der Map-Server-Request kommt am Reverse-Proxy an, wird vom Reverse-Proxy dann weitergeleitet. Der Reverse-Proxy loggt zentral in unser Kibana. Der weitergeleitete Request landet in unserem Map-Server. Vom Map-Server aus wird wieder ein Log-Request an den zentralen Log-Server Kibana geschickt. Gegebenenfalls schickt der Map-Server dann einen Request an unsere Datenbank. Auch hier loggt die Datenbank wieder direkt in Kibana. Ich kann über Suchfilter jetzt mir den kompletten Request vom Anfang des Reverse-Proxys bis zur Datenbank in Kibana anzeigen und gegebenenfalls die Fehlerquelle sehr schnell identifizieren. Ich möchte Ihnen nun noch erklären, wie eigene Images erstellt werden. Wir nutzen zum größten Teil in unserer Infrastruktur eigene Images aus im Rahmen der Sicherheit. Wir wollen keine Fremdanbieter dort drin haben, da man sich gegebenenfalls Schadsoftware einlädt. Alle unsere Images beruhen zum größten Teil auf Debian Unstable oder Stable Images. Wir installieren dann die Komponenten, die wir brauchen. In dem Fall ist es ein einfaches GDAL, was als Command ein GDAL-Infra-Version ausgibt. Wir bauen dieses Image mit dem Command Docker Build. Im nächsten Schritt laden wir dieses Image in unsere zentrale Registry. Und im dritten Schritt starten wir dieses Image mit einem Docker Run. Es gibt jetzt hier die GDAL-Version
aus als Output. Die zentrale Registry nutzen wir, damit wir all unsere Images auf all unseren Hosts zur Verfügung stellen können. Im anderen Fall müssten wir alle unsere Images manuell auf alle verfügbaren Hosts kopieren, um diese auch überall zur Verfügung zu stellen. Die zentrale Registry bietet uns aber auch den Vorteil, dass wir jedes Image, was wir einladen und jeden Stand des Images uns anschauen können und auch jederzeit zu einem bestimmten Stand eines Images wieder zurückgehen können, wenn es beim Update zum Beispiel zu Problemen gekommen ist. So sieht die Bereitstellung der Dienste heutzutage so aus. Wir haben im Frontend nicht mehr zwei Hardware-Nodes, sondern zwei Container, die als Service-Reverse-Proxy laufen. Diese können auf irgendeinem Host in unserer GDI laufen. Map-Server laufen auch in zwei Containern, die wiederum auf irgendwelchen Host bei uns in der GDI laufen können. Und im Backend läuft ein Datenbank-Container, der die Daten für die Map-Server bereitstellt. Der Vorteil dieser Umgebung liegt auf der Hand. Docker Swarm eignet sich als einfacher Einstieg in eine Multi-Host-Docker-Umgebung. Wir haben die Möglichkeit, flexibel neue Konfigurationen und Software auszuprobieren, ohne Auswirkungen auf das Produktivsystem. Updates können ohne durch die Kapselung der einzelnen Images einfach angewendet werden. Dadurch, dass die Images relativ klein sind und einzelne Funktionalitäten bereitstellen, können wir per Image Updates einspielen, testen und nach unseren Software-Stack aktualisieren. Allerdings wird auch die Komplexität des Gesamtsystems erhöht. Es ist ein sehr gutes Know-how im Bereich von Linux-Administration und Netzwerkadministration notwendig, da hier vor allem die Neuerungen drinstecken, wenn man von einem normalen Linux-System auf eine Microservice-Infrastruktur wechselt. Für Fragen stehe ich Ihnen jetzt gerne zur Verfügung, beziehungsweise Sie können mich auch im Nachgang gerne per Telefon oder E-Mail kontaktieren. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, vielen Dank, David Arndt, für den interessanten Vortrag. Es sind einige Fragen reingekommen. Wir schauen, was wir noch reinkriegen zeitlich. Sehr früh kam die Frage, habt ihr alle Services in Container verschoben, auch Datenbanken? Was kannst du dazu sagen? Ja, wir haben mittlerweile wirklich alles in die Container verschoben, weil uns das eine gewisse Flexibilität gibt und es läuft eigentlich auch ganz stabil. Mit den Datenbanken haben wir auch relativ früh angefangen. Allerdings sind die derzeit noch auf einem speziellen Host festgenagelt, wo wir auch eine schnelle SSD drunter haben, um da einfach die Performance auch in der Datenbank dazu haben. Da passt gerade die nächste Frage dazu. Wo befindet sich der aktuell größte Flaschenhals? Der größte Flaschenhals befindet sich in den Containern, die schlecht zu verdoppeln sind. Wir haben das zum Beispiel bei den Datenbanken, die wir derzeit auch nur einfach haben, wo wir derzeit auch am Replizierungsverfahren arbeiten, wie wir das am besten machen können. Wobei es natürlich relativ komplex ist, mit Postgres eine Master-Master-Replikation aufzubauen. Dementsprechend ist das, denke ich mal, noch das größte Problem, was wir haben. Ansonsten haben wir alle Dienste eigentlich mindestens doppelt vorhanden, dementsprechend auch kaum einen Flaschenhals. Ich sehe, mein Bild ist weg, aber ich glaube, mein Ton ist noch da. Offenbar sind wir nicht so gut ans deutsche Internet angebunden, aber ich frage mal weiter. Die oberste Frage, würde man sich Stand heute wieder für Docker Swarm Mode entscheiden? Gibt ja noch andere Möglichkeiten. Was meinst du dazu? Ja, also im Grunde ist Docker Swarm der Vorteil, dass es relativ einfach zu konfigurieren ist.
Es hängt natürlich immer ganz von den Anforderungen ab, die man an so eine Infrastruktur hat. Wir brauchten was, wo wir ein einfaches Netzwerk aufbauen können, wo wir unterschiedliche Hardware-Nodes zusammenschalten können, und das bietet Docker Swarm out of the box relativ einfach, wohingegen andere Orchestrierungstools wie Kubernetes zum Beispiel schon eine relativ hohe Einstiegshürde brauchen und wir uns entsprechendes Know-how länger hätten aufbauen müssen. Es gab mir ja mal zwischenzeitlich so ein kleines, wo wir tief durchatmen mussten. Da gab es mal in der Presse, ich weiß nicht, ob Sie das alle mitbekommen haben, dass Docker Swarm eingestellt werden soll, aber das ist ja zum Glück jetzt erstmal vom Tisch. Das heißt, es wird auch weiterentwickelt und dementsprechend sind wir auch sehr zufrieden heute noch damit und würden das wahrscheinlich gleich aufbauen, wenn wir heute nochmal neu anfangen würden. Wir haben noch Zeit für weitere Fragen. Da gibt es die Frage, gab es Änderungen bei, bei den Hardware-Requirements? Wurden neue Nodes angeschafft oder bestehende erweitert? Also ist die Anforderung an die Hardware größer oder kleiner? Könnte man vielleicht auch so fragen. Im Grunde sind die Anforderungen an die Hardware eigentlich gleich geblieben bei uns. Wir hatten vorher schon relativ starke Hardware-Ausstattung eigentlich bei unserem Dienstleister. Womit wir jetzt wohl Probleme bekommen haben, ist im letzten Jahr eher die Corona-Pandemie, wo sich wirklich die Zugriffszahlen eigentlich verdoppelt haben. Und wir sind derzeit dabei, die Hardware auszubauen. Allerdings haben wir gerade das Problem, dass der Dienstleister auch Lieferprobleme mit der Hardware hat. Das heißt, wir warten gerade auf die neue Hardware und bräuchten die eigentlich gerade dringend. Eine weitere Frage vom Publikum. GeoServer, wie stellen Sie sicher, dass Änderungen in der Konfiguration zwischen verschiedenen Instanzen propagiert werden und keine Inkonsistenzen auftreten? Wir haben GeoServer derzeit wirklich nur einmal aufgesetzt. Also wir haben nur eine Instanz an GeoServer. Das heißt, die haben wir nicht doppelt aufgesetzt. Dementsprechend entstehen da derzeit keine Inkonsistenzen. Aber genau daran arbeiten wir auch. Da ist allerdings mein Kollege für zuständig. Wenn es da noch weiteres Austauschbedarf gibt, würde ich da einfach nochmal den Kontakt dann herstellen, weil da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Derzeit ist er einfach nur einfach da, der Geo-Server. Weil das auch nicht unser Standard-Map-Server ist. Unser Standard-Map-Server ist der UMM-Map-Server. Okay. Dann noch eine Frage. Ist es ein großer Aufwand, die Container auf einen anderen Server umzuziehen? Nein, das geht entweder über die grafische Oberfläche Portainer, wie ich es vorgestellt habe, eigentlich auf Klick, beziehungsweise ich kann das auch relativ einfach über die Kommandozeile machen. Da die ganzen Images ja in einer zentralen Registry liegen, kann ich die eigentlich daraus laden und auf jedem beliebigen Server starten, den wir haben. Es gab ja auch noch kritische Tweets heute über Docker Container. Ich kann sie nicht mehr ganz zitieren, sie rotten vor sich hin. Ich glaube, Arnulf hat das gesagt. Ich weiß nicht genau, auf was er angespielt hat. Kannst du dazu was sagen? Ja, ich vermute mal, dass er so ein bisschen darauf anspielen wollte, dass natürlich so ein Container sehr schnell gemacht ist. Aber wie wir es ja gerade im Backstage-Bereich auch schon hatten, dass eben Softwareaktualisierungen oder sowas dann in den Images nicht mehr durchgezogen werden. Dem beugen wir eigentlich vor, dass wir einen automatischen Prozess haben, wo wir eigentlich von all unseren Images einmal in der Woche Software-Updates einspielen. Das heißt, die Distributions-Updates werden einmal in der Woche neu eingespielt und dadurch gehen wir eigentlich darauf, dass wir dann immer aktuelle Images haben, wo auch die Sicherheitslücken dann auch geschlossen sind, ne? Das ist natürlich die große Gefahr bei Docker, ne? Dass man ein Image startet und das für immer laufen lässt und sich Sicherheitslücken einhandelt. Gut, ja, ich glaube, da konnten wir alle Fragen beantworten. Vielen Dank, David Arndt.